Hallo ihr lieben Strickmäuse. Ja, hier bin ich nochmal zurück mit dem Wunder Flexipulli, den ich kreiert habe, aus zwei Schals gestrickt. Hier mit einer Erweiterung, immer noch vierseitig tragbar. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Solltet ihr das erste Video noch nicht geschaut haben, wie man diesen Flexipulli erstellt aus zwei Schals, macht es Sinn, erstmal das erste Video zu schauen und dann hier das zweite, denn hier zeige ich euch die Erweiterung, wenn man das denn möchte, und was man aus diesem Pulli quasi noch weiteres erstellen kann. Vorerst müsst ihr euch überlegen, an welcher Seite ihr den Pulli erweitern wollt, also welche Größe für euch das bessere ist oder wie ihr ihn tragen wollt. Ich zeige euch jetzt hier, wie es vierseitig machbar ist. Und zwar habe ich hier an der kleineren Stelle 156 Maschen aufgenommen. Die Anzahl der Maschen sollte durch 3 teilbar sein, denn ich stricke ein Bündchenmuster, ein rechts, 2 links. So passt es sich nämlich hervorragend an das falsche Patent an. Und auch hier im Bereich des Zopfes ganz regelmäßig die Maschen aufnehmen, wie gesagt, bis insgesamt 156 Maschen habe ich genommen. Ihr könnt natürlich auch wesentlich mehr nehmen. Es kommt auch auf die Stelle drauf an, wo ihr die Maschen aufnimmt. Also an der breiteren oder der schmaleren passt es dem Pulli genau an und für euch genau an. Ihr strickt dann also ein Bündchen so hoch, wie ihr möchtet oder es braucht. Also einen größeren Rolli oder eben als für die Taillenbedeckung länger. Wie ihr das möchtet, strickt ihr quasi nur den Kragen oder das Unterteil dran. Hier beim Bündchen solltet ihr darauf achten, dass das Muster passt, dass ihr quasi auf der Rechtsrippe dann auch eine rechte Masche habt und dazwischen die 2 linken Maschen, sodass es nahezu identisch übergeht, aber dennoch einen kleinen Bruch ergibt, und auf der anderen Seite sowieso, weil es dort quer ist, das Muster, aber das macht es gerade so interessant. Dann sind natürlich weitere Möglichkeiten. Man kann natürlich auf der anderen Seite dann auch ein ganzes Kleid noch dran stricken. Wunderschön kann man das mit diesem Oberteil ergänzen. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann einen Longpulli machen oder auch einen normalen Pulli oder diesen ganz taillierten Pulli. Also was ihr möchtet, dieses Oberteil ist einfach so flexibel gestaltbar und sitzt so schön und macht echt eine schöne Figur. Und es lässt sich wirklich leicht stricken. Probiert es aus. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Nachdem ich dann das Bündchen so hoch, wie ich wollte, gestrickt habe, habe ich es ganz normal abgekettet. Und da könnte man natürlich auch noch eine I-Cord-Abkettung machen, so wie ihr es aus meinem ersten Video kennt. Ist aber nicht nötig. Wie gesagt, so wie ihr das haben möchtet, strickt ist, es ist wirklich so flexibel gestaltbar und einfach nur schön. Für die Abkettung habe ich mir eine extra Nadel aus einem Nadelspiel genommen, und zwar 1,5 Stärken größer, damit bei der Abkettung automatisch eine Lockerung sich einstellt, damit der Rand nicht zu fest wird und damit er flexibel ist zum Tragen. Ihr könnt das natürlich auch in eurer gewohnten Abkettungsform beenden. Wichtig ist ja, dass am Ende eine Elastizität bleibt, dass man das Strickstück schön anziehen kann. Beim Abketten habe ich in der Musterfolge abgekettet, also links gestrickt, dann drüber gezogen, dann nochmal eine Masche links und die vorherige drüber ziehen, dann rechts und drüber ziehen und wieder links und so weiter bis zum Schluss, und am Ende wird nur der Faden abgeschnitten und durchgezogen, und schon ist der Pulli fertig und hat einen super elastischen Abkettungsrand. Sieht schön aus, sowohl als Rollkragen oder eben auch als Unterteil für die Taille. Ja, nun ist der Pulli fertig. Ich hoffe, euch gefällt meine Kreation. Strickt es gerne nach. Es macht wirklich Spaß und ist wirklich leicht zu machen durch die 2 Schals. Und die Form des Pullis ist einmalig.
Und die Besonderheit mit den Zöpfen, die quer verlaufen, an den Armen entlang oder am Hals und im Bereich des Bauches. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Und dieses falsche Patent ist leicht anzufertigen und macht wirklich eine super schöne Figur, weil es sich flexibel anpasst. Meine Tochter konnte ich auf jeden Fall mit diesem Pulli glücklich machen. Und wenn eine Mutter eine Tochter glücklich machen kann, ist auch die Mutter glücklich. In dem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und viel Freude beim Nachstricken. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.